wie das letzte Derby im Jahr 2007 endet auch dieses mit einem 1:0 Erfolg für Sturm. Damals, vor 15 Jahren, war der Torschütze Mario Haas. Diesmal war der Torschütze Albian Ayeti. Herzlichen Glückwunsch. War es doch ein bisschen schwieriger als erwartet, die heutige Aufgabe? Nein, wir haben uns darauf eingestellt. Wir wussten, dass das ein schwieriges Spiel werden wird. Wir haben wirklich mit allem gerechnet. Das hat sich heute bestätigt. Aber ja, wenn wir unser Spiel machen, unsere Qualitäten auf dem Platz zeigen, dann wussten wir, dass wir auch gewinnen werden. War natürlich schon ein verdienter Sieg auch, aber war es halt wirklich schwierig, da durch diese rote Menschenmauer durchzukommen? Ja, haben wir gesehen, sie verteidigen gut, sie wollten die ganze Zeit hinten reinstehen und nur auf Konter oder Standardsituation was reißen. Wir hatten Geduld bewiesen und am Schluss das verdiente Tor geschossen. Europacup, Meisterschaft, jetzt der Cup, am Samstag wartet Salzburg. Wie schwierig ist denn wirklich dieses ganze Programm? Es geht Schlag auf Schlag, Highlight für Highlight und wir freuen uns auf jedes Spiel. Jetzt heißt es erstmal gut erholen und dann vorbereiten auf Samstag. Es war Ihr erstes Grazer Derby. Wie haben Sie die Stimmung empfunden? Wahnsinn, also was unsere Fans hier auf die Beine gebracht haben. Unglaublich, 90 Minuten immer hinter uns gestanden und wir haben ihnen den Sieg geschenkt. Albian, danke vielmals, herzlichen Glückwunsch, bravo, gratuliere. Mario, ja, war es das, was man so als Arbeitssieg bezeichnet? So ist es, aber Sturm war von Anfang an Favorit, haben das Spiel gemacht, haben versucht nach vorne zu spielen und wie jetzt ein GK ist hinten drinnen gestanden, im 16er mit allen Spielern, dann ist es einfach schwierig, ein Tor zu machen. Aber dann, zwei Tore hat man gesehen, mit der Qualität, was Sturm hat, haben sie jetzt das 1:0 gemacht. Dann haben sie ein bisschen nachgelassen, muss man sagen, haben sie ein bisschen auf lazy gespielt. Aber trotzdem, Sturm hat das drüber gebracht, sie sind weiter. Martin, der GK hat sich sehr, sehr teuer verkauft. Was sagst du zum Spiel? Hat man das auch der Mannschaft zugetraut, dass man nämlich bis zur 90. oder 97. Minute so mitkämpfen kann? Ja, wie wir in der Halbzeit gesagt haben, wenn sie die Grundtugenden am Platz bringen, so wie es in der ersten Hälfte war, und so lange wie möglich ein 0-0 halten, dann ist alles möglich. Was mir sehr positiv gestimmt hat, ist, dass der GRK nach dem 0-1 auch nicht aufgeben hat, was man vielleicht vermuten hätte können, dass man zerfällt. Und das war eigentlich das Positive an der zweiten Hälfte. An mich ist ein Freistoß am Schluss. Ich glaube, den hat der Jörg super gehalten. Man sieht, es ist alles möglich, aber klarerweise Sturm Favorit, Sturm besser, Sturm hat vom Ballbesitz her mehr gehabt, aber es wäre alles möglich gewesen. Schauen wir uns das alles entscheidende Tor nochmals in aller Ruhe an. Dieses 1:0 in der 65. Minute, ein toller Pass von Lubic. Wir werden es auch sehen, kein Abseits. Und dann also Albian Ayeti, dein Nachfolger. Er hat es perfekt gemacht, aber der Pass in die Tiefe, in den freien Raum, das war einfach perfekt abgestimmt. Also er ist richtig in richtigen Zeitpunkt weggelaufen, also kein Abseits. Und wie er das vor dem Tor mit Ruhe macht, das ist einfach Weltklasse und hier das 1:0. Aufgrund der vielen und langen Unterbrechungen haben wir leider keine Zeit mehr. Wir müssen schon Schluss machen, vielleicht nur auch ganz kurz noch. Kann man sich an sowas gewöhnen, dass der GRK bald vielleicht wieder ganz oben ist, dass es wieder mehr Davis gibt? Also an die Stimmung kann man sich gewöhnen, an das Drumherum, an die Berichterstattung, die Tage davor, die Wochen davor. Aufs Ergebnis noch nicht ganz, aber das kommt vielleicht irgendwann. Dein Fazit vom Derby? Ja, ein Traum war es eigentlich von Anfang an. Die ganze Woche war eigentlich sehr schön für mich, für die Fans. Also, und jetzt einfach im Spiel, im Stadion, eine super Stimmung. Da hat es keine Ausschreitungen gegeben. Also einfach, vielleicht kommt das Derby bald wieder. Viel gezündelt ist wurde im Stadion, aber sonst war es also zumindest im Stadion friedlich. Hoffentlich bleibt es jetzt auch noch danach.